Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer etwas regnerischen Folge Let's Play Test Drive Unlimited 2. In dieser Folge werden wir die A6 Elite-Meisterschaft machen und am Ende denke ich mir noch irgendeine Kleinigkeit aus als kleines Schmankerl, weil damit die Folge nicht ganz so eintönig ist. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der Meisterschaft. So, wie ihr sehen könnt, auf dem Weg dahin habe ich gerade ein kurzes Wrack gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, ich glaube schon, aber auf jeden Fall sind auf beiden Inseln verschiedene Schrottautos verteilt und wenn wir die finden, dann beziehungsweise wenn wir 10 jeweils davon gefunden haben, dann erscheint eben das jeweilige Fahrzeug beim Gebrauchtwagenhändler und da können wir uns das dann umsonst abholen. So, da sind wir jetzt bei der Meisterschaft. Ich würde sagen, los geht's. Okay, mal wieder keine Cutscene. Warum kommen denn keine Cutscenes mehr? Das ist aber schade. Naja, dann fange ich mal an mit einfach diesem Rennen hier. Ich sehe, diesmal haben wir verschiedenste Rennarten. Ich frage mich, ob irgendwer heute gegen mich ankommen kann. Ich bin in Topform. Wie in jeder Folge. Und los geht's. Ja, Leute, und ich freue mich sehr, dass doch einige in die Kommentare geschrieben haben, dass sie wollen, dass ich dieses Let's Play fortführe. Dann werde ich es wahrscheinlich letzten Endes so machen, dass das hier regulär weitergehen wird und ich versuche nebenher noch ein zweites Let's Play zu bringen, beziehungsweise kürzere Let's Plays, sagen wir mal so von 3 bis 5 Folgen, also zum Beispiel irgendwelche DLCs oder Videos, die ich vielleicht, beziehungsweise Spiele, die ich vielleicht nur ein bisschen anzocke. Wo ich jetzt kein komplettes Let's Play zu machen will. Und ja, aber freut mich auf jeden Fall sehr, dass euch das Format so gut gefällt. Und das andere ist, ihr wisst vielleicht, dass es doch etwas repetitiv ist, dieses Let's Play. Und ja, da geht mir schon oft so ein bisschen der Gesprächsstoff mit mir selber sozusagen aus. Weil ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie nur kommentieren will, so, boah, das ist der eine jetzt vorbei und wow, da überholen wir den jetzt wieder und so weiter. Da ist, glaube ich, nicht so der krasse Mehrwert drin. Deswegen, falls ihr irgendwelche Themen habt, über die ich reden soll in diesem Let's Play, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also es kann im Prinzip alles Mögliche sein, von Gaming-Themen über, weiß ich nicht, irgendwelche Lebensfragen oder philosophische Themen. Also was auch immer euch da einfällt, jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche brisanten politischen Themen, weil ich diesen Kanal eigentlich lieber etwas unpolitischer halten würde, weil ihr wisst ja, da stößt man eigentlich immer so der Hälfte der Zuschauer vor den Kopf, wenn man sich irgendwie politisch äußert. Und ich finde, auf dem Gaming-Kanal muss es jetzt nicht unbedingt um Politik gehen und deswegen, aber ansonsten, ja, also keine Ahnung, müssen jetzt auch nicht irgendwelche sexuellen Themen oder was auch immer sein. Aber was auch immer euch einfällt, also ich schau mal, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wo ihr Lust drauf habt, dass ich darüber spreche und mal schauen, vielleicht spreche ich dann in der nächsten Folge darüber. Übrigens eine schöne Zypressenallee hinter uns. Das war schlecht. Aber, oh, den habe ich aber richtig zerstört hier, ey. Armer Kerl, das war richtig unfair eigentlich. Also da hat mein Unfall mir jetzt weniger geschadet als ihm, glaube ich. Ja, und das ist einfach wie in der letzten Folge. Mit diesem Auto kann man halt machen, was man will. Nein. Oh. Einmal schön am Checkpoint vorbei. Aber, wie ich gerade sagen wollte, mit dem Auto kann man machen, was man will und man gewinnt eigentlich trotzdem. Und auch jetzt gerade wieder den anderen geschickt weggedrängt und ihn noch als Anschub genutzt sozusagen. So muss das sein. Geschickt durch die beiden, durch den Strommast und die Ampel oder was das war. Straßenbeleuchtung, was auch immer. Und das wär's. Junge, fahr doch da nicht so gegen. So, dann als nächstes ein Zeitrennen, würde ich sagen. Wuhu, was für ein Gerangel. Auf
Offensichtlich legen sich die Wilder-Brüder mal wieder mit Stuart an. Der Druck dieses Wettbewerbs zeigt sich immer deutlicher. Nun los. Das andere, was ich ansprechen wollte in dieser Folge ist, ich habe, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ein neues Kanaldesign. Upsa. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich habe nämlich, bevor ich jetzt für viel Geld einen Grafiker anheuere oder einen Designer, der mir da was erstellt, habe ich mich erstmal selber daran versucht und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Das Kanalbanner ist jetzt zwar so ein bisschen mehr Fantasy-themed, sag ich mal. Ich war mal wieder richtig grottig, tut mir leid. es ist ein bisschen mehr so Fantasy-thematisch und soll natürlich jetzt aber nicht heißen, dass es jetzt in Zukunft nur noch Videos über Fantasy-Spiele geben wird, sondern es kommen natürlich weiter regulär auch Rennspiel-Videos. Ich fand nur halt, ich wollte jetzt nicht extra ein Rennauto oder so als Kanalbild nehmen, weil ich bringe ja eh schon sehr viele Test-Drive-Videos und ich wollte nicht, dass das dann irgendwie von außen so aussieht, als würde es auf meinem Kanal in erster Linie um Rennspiele gehen, weil ihr wisst ja, dass ich mich da schon eher vielseitig aufstellen möchte und ja, deswegen habe ich da ein solches Kanalbild gewählt. Also wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Okay, 3 Sekunden Strafzeit. Mal schauen, ob wir da... Ja, könnte noch klappen. Mal sehen. Ja, das ist natürlich rutschig hier bei der nassen Straße. Ja, aber kommen wieder genug Vorsprung. Das sollte trotz der mittlerweile schon 4,5 Sekunden Strafzeit, sollte das hinhauen. Hä? Jetzt sogar schon 8 Sekunden. Ich verstehe das nicht. So gut bin ich doch jetzt nicht gefahren zum Schluss. Alles klar. Okay, ich würde sagen, als nächstes machen wir die Radarfalle. Hier ist Tess, live von der Solar Crown und der Startgeraden dieser neuen Herausforderung der Kategorie Radarfalle. Mal sehen, welcher Herausforderer wirklich Mumm hat. Und los. So, das andere, was ich in dieser Folge noch ansprechen wollte, ist, dass in der letzten Folge mal wieder das Bild ein bisschen geruckelt hat, beziehungsweise ich glaube sogar in den letzten beiden, aber bei der davor ist es mir nicht so richtig aufgefallen, leider. Und zwar hat sich da, weil ich ein Update gemacht habe in dem Aufnahmeprogramm, haben sich die Einstellungen resettet und deswegen ja, ist es leider wieder zurück zu den ruckligen Einstellungen sozusagen gegangen. Und ich habe jetzt versucht, das wieder ein bisschen, beziehungsweise ich habe es jetzt wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückgestellt. Also nicht die ursprüngliche, aber die ganz gut funktioniert hat. Und ich denke, in dieser Folge müsste es wieder einigermaßen flüssig laufen. So, 1 und 5 waren wir die schnellsten. Und dann schauen wir nochmal. Ah, die 2. Sehr gut. Ach mein Gott, jetzt war ich wieder viel zu weit hier. Und dann noch die 4 und dann sollte das Ding im Kasten sein. Sehr gut. Schauen wir hier bei der 5 noch was Schnelleres? Nee, das wird nichts. Ah, die sind jetzt zu... Ah, okay. Die sind zu... Was ist das? Zu 1? Das hätte ich auch machen sollen. Aber egal. Komm, wir erkunden einfach mal in den letzten 7 Sekunden hier ein bisschen noch die Gegend. Okay. Erster Platz. Sehr gut. Leicht abgefahrene Seite, aber so ist das nun mal. So, dann als nächstes dieses hier. Wettbewerb um die Solar Crown hat begonnen. Viel Glück euch allen. Ich sehe euch an der Zielgeraden. Mein Gott, das regnet ja wie aus Eimern hier. Ich überlege gerade, was wir als nächstes dann noch, also nach dieser Meisterschaft noch machen. Irgendeine Kleinigkeit wollte ich noch um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, noch in die Folge tun. Ich weiß nicht, wir könnten einen Friseurbesuch machen. Der letzte ist ja schon eine Weile her.
Und die Friseure öffnen jetzt auch mal langsam wieder. Haha. Und ja, wir könnten eine kleine Shoppingtour machen oder eine Sofortherausforderung. Ich überlege mal. Aber ich glaube, ich schaue mal beim Friseur rein. Hier, wo es jetzt die ganze Zeit geradeaus geht, haben wir natürlich einen riesen Vorteil mit diesem Auto. Da können wir ordentlich Vorsprung ausbauen. Und hier der zweite hinter uns, der hat auch einen Subaru, soweit ich weiß. Also das gleiche Auto. Ich will gar nicht wissen, wie weit hinter dann also der dritte ist. Ey, die Strecke ist ja mega cool, da kann man richtig Gas geben. Ich mag auch richtig gerne hier, wie sich der Sound im Tunnel verändert. Das haben sie richtig cool gemacht. Ein bisschen durch die Luft fliegen. Aber echt richtig coole Strecke, finde ich. Zehn Sekunden schon. Mein lieber Scholli. Okay, eine Kurve. Hätte nicht mal so doll bremsen müssen. Aber besser Vorsicht als Nachsicht. Oh oh. Nein. Mein guter Vorsprung. Ich wollte eigentlich schauen, wie weit man es treiben kann in diesem Rennen mit dem Vorsprung. Ob man da irgendwie an 20 Sekunden Vorsprung kommt oder so. Aber das wird wohl nichts mehr. Nein, Mensch, das war aber jetzt wieder ungeschickt. Diesen Slalom. Okay, dann fehlen nur noch zwei. Das Temporennen bewahre ich mir für den Schluss auf. Die mag ich irgendwie immer ganz gerne, weil man da einfach losheizen kann. Dann als nächstes den Eliminator. Der Ausscheidungswettkampf ist unerbittlich. Nach jeder Runde muss der Fahrer auf dem letzten Platz ausscheiden. Möge der beste Fahrer gewinnen. Ja, irgendwie ist der Subaru in Blau schöner. Vielleicht gehen wir auch gleich zum Lackierer. Mal sehen. Ich überlege gerade, was da für Farben gut aussehen könnten. Ich könnte natürlich ganz klassisch schwarz nehmen. Passt aber, glaube ich, nicht so richtig gut zu den goldenen Felgen. Beziehungsweise, es würde theoretisch schon passen, aber ich weiß nicht, ob das so mein Style wäre. Naja, einfach mal spontan gucken gleich. Mensch, ich nehme die Kurven aber wieder richtig bescheuert gerade. Okay, vielleicht sollte ich auch einfach die Handbremse wieder ein bisschen benutzen. Das wäre sicherlich eine kluge Idee. Boah, das war jetzt eine Runde. Das ist aber ganz schön groß hier für so ein Eliminationsrennen. Oder Eliminator heißt das ja hier, glaube ich. Nein, Mann. Schön durch beide Schilder durch. Nein, und jetzt auch noch dagegen. Was mache ich denn? Adam ist raus. Der ist irgendwie immer relativ früh dran. Und nach diesem Rennen kommt auch schon direkt der erste und danach der zweite Ibiza-Pokal. Ach Gott, Alter, was mache ich denn hier? Holt uns hier sogar fast ein, Mensch. Junge, dräng mich doch nicht weg, du Gauner. Naja, danach kommen die beiden Ibiza-Pokale und für die, die das Spiel jetzt noch nicht gespielt haben oder es schon sehr lange nicht mehr getan haben und sich nicht mehr genau daran erinnern, da kommen dann nochmal aus allen Kategorien, die wir bisher gefahren sind, also Asphalt 7 und 6 und ja, Classic 4 und B4, also Offroad 4. Da sind nochmal alle möglichen Rennen aus den verschiedenen Kategorien auf jeden Fall drin. Und es gibt ein ziemlich fettes Preisgeld, soweit ich weiß. Oh, und ganz am Ende, boah, ich erinnere mich, da kommt das Rennen, wo wir komplett einmal um die Insel fahren müssen. Das dauert auf Ibiza, glaube ich, eine halbe Stunde, bis man einmal rum ist. Zum Vergleich, ich nehme jetzt gerade 23 Minuten auf und wir haben schon fast die Meisterschaft hier fertig und ich habe noch ein bisschen drum herum gelabert.
Also sagen wir, normalerweise dauert eine Meisterschaft 20 Minuten und da dauert halt das eine Rennen allein schon eine halbe Stunde mindestens. Oh, unsere Tür ist so, beziehungsweise unser Auto ist so kaputt, dass die Tür schon offen steht. Ja, auf jeden Fall, auf Ibiza dauert es eine halbe Stunde und auf Hawaii sogar eine ganze. Und ich muss mal gucken, was ich mir da überlege. Man könnte es natürlich so machen, dass ich für dieses eine Rennen, was eine Stunde lang geht, vielleicht einen Livestream mache. Und ja, keine Ahnung, dann fahre ich das Rennen und beziehungsweise ich beantworte eure Fragen oder chatte sozusagen ein bisschen mit euch währenddessen. Wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Livestreaming funktioniert. Da müsste ich mich erstmal noch mit ein bisschen befassen. Aber ich meine, das dauert ja auch noch ziemlich lange Zeit, also einige Monate noch, bis wir so weit in dem Spiel sind, dass das einstündige Rennen kommt. Aber ihr könnt ja mal, wenn ihr auf meinen Kanal geht, oder ich kann es auch in die Beschreibung packen, falls ihr Twitch habt, könnt ihr mir gerne schon mal folgen. Ich bin zwar, wie gesagt, noch nicht aktiv da, aber immer gerne mich bei Twitch abonnieren, beziehungsweise nicht abonnieren, das wäre ja dann irgendwie, würde Geld kosten. Ich weiß noch nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Aber einfach mal folgen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und gerne auch auf Twitter, falls ihr Twitter habt, wo ich gerade dabei bin. Erstmal schamlos die ganze Zeit Eigenwerbung machen. Guck mal, jetzt wo gerade die Tür so schön offen ist, sieht man sogar, wenn ich die Fenster runterfahre. So, aber wir sind jetzt in der letzten Runde. Haben 68 von 78 Checkpoints erreicht. Ich glaube, hatten wir jemals so viele? Ich weiß es gar nicht. Aber wo ich gerade das Thema Livestream erwähnt habe, auch wenn das natürlich jetzt alles noch ein bisschen in der Zukunft liegt, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch Bock drauf hättet überhaupt, mir live zuzuschauen und live ein bisschen mit mir zu chatten, dass ich eure Fragen beantworte und so, weil es funktioniert natürlich nur sowas, wenn auch Leute zuschauen. Also gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. So, dann haben wir das Rennen geschafft und es fehlt nur noch die, was fehlt noch? Das Temporennen. Okay, aufgrund des Eliminatorrennens ist die Aufnahmezeit jetzt doch schon ein bisschen länger geworden, aber da ich das angekündigt habe, machen wir doch noch eine Kleinigkeit jetzt zum Abschluss. Aber erstmal das hier. Wer wird heute der Schnellste sein? Wer wird das beste Resultat in diesem neuen Hochgeschwindigkeitsrennen einfahren? All das jetzt bei der Solar Crown. Okay, ich bin gespannt, ob wir Glück haben und die Strecke die ganze Zeit geradeaus geht. Aber das sieht bis jetzt relativ gut aus. Und der Regen hat aufgehört. Sehr schön. Ist ja doch nicht die ganze Folge verregnet. Ach, ich liebe die Landschaft hier. Vor allem an diesen Stellen, wo man eben so weit gucken kann. Ich meine, klar, wenn man weit weg guckt, da ist natürlich dann die Umgebung nicht mehr allzu detailreich. Aber ist ehrlich gesagt für mich persönlich jetzt nicht so schlimm. Okay, einmal kurz hier. Oh Gott, was war das denn? Mein lieber Scholli. Okay. Schaffen wir es oder nicht? Wollen wir raten? Ich sag ja. Oder? Ja. Ich habe zwar zugegebenermaßen gerade noch gezweifelt, aber... Und gar nicht mal so knapp. Muss meine Niederlage eingestehen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Doch dies war noch nicht das Letzte, was Sie von mir gehört haben. Okay. Dann, also wie gesagt, wir haben jetzt diesen, Moment, wo ist er denn jetzt überhaupt? Ah, hier. Den Ibiza-Pokal haben wir jetzt freigeschaltet. Und, ich würde sagen, ich schaue mir mal hier, hoppla, den Friseur an, ob ich da nicht irgendwas ändern kann. Hallo, komm doch bitte herein. Setz dich direkt hin. Alles klar. Ich sehe schon, du brauchst einen Haarschnitt. Gut, dass du hereingekommen bist. Also ich finde diese Frisur zwar eigentlich gar nicht schlecht, aber einfach mal schauen, was es so gibt.
die hier ist eigentlich ziemlich cool, so, aber die ist immer noch gesperrt. Da haben wir noch nicht genug unser Entdeckungslevel angehoben. Ja, dann lasse ich die Frisur, obwohl wir könnten auch lange Haare. Aber irgendwie sehen die langen Haare komisch aus. Ich weiß nicht warum. Es gibt auch nur die eine Langhaarfrisur. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir einfach die. Oh, hoppala. Und, welche Haarfarbe hatten wir denn vorhin? Ach, das lasse ich einfach so. Bart, da schaue ich jetzt aber mal. Da nehme ich jetzt, glaube ich, einen Vollbart. Und zwar, ich glaube, das ist schon dieser hier, den ich wollte. Ja. Ich weiß gar nicht, fand ich den Schnauzer oder das besser? Ich glaube, wir nehmen mal den hier. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich sehe schon, du brauchst einen Haarschnitt. Gut, dass du hereingekommen bist. Gut, lass uns mal sehen, wie das hier aussieht. Okay, es sieht gut aus. Einmal für 300 Euro ein paar Barthaare aufgeklebt. Und ich glaube, ich mache auch noch schnell einen kurzen Abstecher zum Lackierer. Und schau mal, ob der uns irgendeine schöne Farbe hier bescheren kann. So, wir können hier wie gesagt auswählen zwischen Matt, Metallic, Glänzend und Carbon. Ich sag mal Metallic. Ja, wobei das Schwarz sieht schon cool aus. Babyblau hat auch irgendwie was. Dunkelrot eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja komm, ich nehme Dunkelrot, dann passt es auch glaube ich ganz gut zu meinem Lotus. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Nicht schlecht. Also gefällt mir auf jeden Fall besser als dieses silber-weißliche, was wir vorher hatten. Ja, gerade hier in dem Licht. Also das sieht schon gut aus. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ich mache denselben Test wie in der letzten Folge. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.